85037 Freiberg, Sachsen, Dresden, Friedrichstadt. Nehmen Sie einen Havis-Zug von Freiburg-Sachsen nach Dresden als Stadt. Mit der Baureihe 185.5 MACE, ein Zuggewicht von 866,6 Tonnen, 10 Wagen und eine Zuglänge von 232,9 Metern. Wir starten in Freiberg-Sachsen. Damit moin miteinander und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von uns, die Jenkos, mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz. Heute mal wieder zurück im Train Sim World 3. Ja, wir befinden uns heute auf der Strecke Taranter Rampe Dresden-Chemnitz und fahren heute hier mit der Baureihe 185.5 in der MRCE-Lackierung. Ja, einen Zug von Freiberg Sachsen bis nach Dresden-Altstadt. Und ja, stehen hier jetzt in Freiberg Sachsen, ne? Und ich würde sagen, die beginnen auch und dann kann es auch schon losgehen. So, als erstes tun wir den Richtungswende erstmal reinstecken und auf neutral stellen. Siefer Bates B einschalten, machen Richtungswende nach vorne, ziehen erstmal die Lokbremse an und machen als allererstes erstmal einen Bremstest. So, machen uns so ein bisschen die Beleuchtung an, können die Bremsen lösen. Ausfahrt haben wir auch schon da hinten. So. Beobachten das ganze Spektakel mal, dass hier auch alles so funktioniert. Sieht aber soweit ganz gut aus. So. Wunderbar. Ziehen dann wieder die Lokbremse ein bisschen an. So, eine Richtungswende ist nämlich vorwärts. Können noch den Hauptschalter schließen. Schalten uns noch die AFB an. Können die auf Auffahrt 60 stellen. So, und dann machen wir hier hinten noch unsere Lichter an, die schon an sind. Prüfen wir das doch mal hier. Ja, wunderbar. Wunderbar. So, schauen wir uns das ganze Ding hier uns doch mal ein bisschen an hier. Und zwar sind wir hier unterwegs. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Genau, wir sind unterwegs hier mit der Baureihe 185 in der MRCE-Lackierung. In der Chancenlackierung, auch ein bisschen rostig und alt. Und ja, hier steht auch noch eine Baureihe 363 hier, die an ist. Lichter sind allerdings aus. Ja, und haben wir die Hamis-Wagen von Railrun. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. 10 Stück, aber die sind, denke ich mir, mal voll beladen. Dementsprechend haben die dann natürlich auch ein bisschen Gewicht. So. Dann machen wir erstmal noch ein schönes Thumbnail, genau. Und dann würde ich sagen, setzen wir uns rein. Und lösen dann erstmal die Lokbremse und können dann die Geschwindigkeit erstmal aufbauen. So, das löst sich ja alles noch im Hintergrund und da geht es auch schon los. Gucken, ob auch wirklich alle Wagen mitkommen. Allerdings sehe ich jetzt hier nicht allzu viel. Aber sieht soweit ganz gut aus. Das ist alles wieder hoch. Sie fahren natürlich nicht vergessen. So. Und dann geht es erstmal los hier mit unserer wunderschönen Baureihe hier. Der Bauart 185. Machen wir ein bisschen Ruhe los runter. Finde ich persönlich nämlich ganz schick. So, wir befreien uns aus der Probeüberwachung. Sind in der mittleren Zugart, wie gesagt, unterwegs hier. Leuchtet die 70. Dementsprechend dürfen wir dann, glaube ich, auch 120 km/h fahren. Genau. Ja, Fahrt geht ungefähr eine halbe Stunde laut Beschreibung. Genau, ist freie Fahrt. Und Ausfahrt haben wir dann erstmal hier mit 60. So, dann geht es hier auf die Hauptstrecke drauf und dann geht es nämlich 30 Kilometer bis nach Dresden Altstadt Güterbahnhof, wo wir dann diesen Zug dort dann abstellen und ja, gegeben. Das ist natürlich für den Sound, ey. Und gegebenenfalls dann den Zug dann übergeben für den anderen Kollegen, der den Zug dann bestimmt sicherlich weiterfahren wird. So. Okay. So, dürfen wir gleich auf 100 beschleunigen, aber kommt doch schon die Ankunft für 90. Okidoki. Warten wir mal ab hier, was hier gesagt wird. Und jetzt geht es hier erstmal hier schön durch diesen Bergpass durch hier
in Freiberg, Sachsen. Wunderschön. Ist auch schon wieder eine Weile her, wo wir das letzte Mal hier unterwegs waren auf der Strecke. Genau, wo wir das letzte Mal waren unterwegs hier mit dem Talent 2, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dass wir hier nochmal ja, ein bisschen lang fahren. Wie auf allen anderen Strecken. So mal nach und nach, Step by Step. So, okay, lass ich mal runter auf 90 stellen. Genau. So, hier sind nämlich schon die 90 angekündigt. Hier kommt als nächstes auch die 70. Zugbeeinflussung. So, muss man hier auch schon wieder runter. Aus dem einfachen Grund, wir sind ja in der mittleren Zugart. Dementsprechend, wenn wir dann 1000 Hertz Magnet bekommen, müssen wir dann auch runter auf 70 bremsen. So. Okidoki. AFB runter auf 70. So. Ein bisschen gegen beschleunigen. Ungewohnt. Schon eine Weile her, wo ich das letzte Mal hier in Güterzug gefahren bin. Im TSB 3. Und vor allem mit der Baureihe 185 bin ich auch nicht so oft unterwegs. Vor allem mit der Punkt 5 Variante. Relativ selten sogar. Ich glaube, ich bin auch erst Level 1 oder irgendwie so noch. Also viel gefahren mit der bin ich hier noch nicht. Ja, mit der DB-Variante. Aber ist ja nicht so schlimm. Das holen wir natürlich alles nach. Genau. Könnt natürlich auch sehr gerne weiterhin eure Streckenvorschläge. Und Baureihenvorschläge gerne natürlich mit unten in den Kommentaren hinterlassen. Oder reinschreiben. Ich richte mich natürlich auch sehr gerne danach. So ist es nicht. Genau. Ja, sonst gibt es Neues eigentlich für den TSB 3. Eigentlich soweit nichts. Die neue Roadmap ist da. Weiter in der Entwicklung, also ich rede mal von den deutschen Strecken und deutschen Zügen. Weiter in der Entwicklung ist die Baureihe 420 mit Fahrplanfahrten für die Strecke München-Augsburg. Ja, und weiterhin die Baureihe 232 ist auch noch weiterhin in Entwicklung. Genau. Das Geheimnis von der Mehrsystem-Lokomotive, die von DTG entwickelt wird, was die deutsche Lokomotive sein wird, ist noch nicht gelüftet worden. Also da müssen wir noch abwarten. Wahrscheinlich dann nächsten Monat wird das dann gelüftet. Vielleicht. Aber ich bin auch mal sehr gespannt. Ich vermute wirklich, dass dann auch dazu noch eine neue Strecke kommen wird. Allerdings ist keine neue deutsche Strecke angekündigt, anhand der Roadmap. Ja. Sonst werden jetzt demnächst weiterhin weitere Updates kommen, auch für deutsche Strecken, unter anderem Kassel-Würzburg und auch Oldenburg-Bremen oder Bremen-Oldenburg, wo dann nochmal sämtliche Sachen nachgebessert werden, wie Texturen und so weiter und so fort. Genau. Ja, sonst ist eigentlich weiter nichts. In TSW wird es dann bald oder demnächst ein neues Feature geben. Und zwar mit der neuen britischen Strecke, glaube ich, die jetzt hier kommt, kommt auch ein Zugbegleiter. TC nennt man das, was auch immer mit dazu. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das jetzt für alle Strecken so ist oder jetzt, dass es nur für die Strecke ist, aber wenn es erstmal nur für die Strecke ist, wird es, denke ich mir mal, anhand eines Updates dann nach und nach auch für alle anderen Strecken nachgeliefert. Dementsprechend natürlich dann auch für deutsche Strecken. Ist natürlich ein cooles Feature, was Dofter Games hier mit reinbringt, was ich mir auch gewünscht habe, weil manchmal mache ich dieses Spielchen, dass man sich einfach reinsitzt und die Fahrkarten kontrolliert und diese Fahrkartenkontrolle ist auch wirklich dann auch nachsimuliert und auch die Zugabfertigung. Ich glaube, im Regionalverkehr ist das eher unüblicher, aber im Fernverkehr in Deutschland ist es eher üblich, dass man dann wirklich am Bahnsteig dann an diesen komischen gelben Säulen geht, wo dann immer der Schaffner steht und den Zug dann abfertigt mit seinen Kollegen so gesehen. Ja, also stelle ich mir ziemlich gut vor. Ich bin sehr gespannt, wie das dann umgesetzt wird. Was man dann alles so für Möglichkeiten hat. Ja. Und dann, wenn das Feature natürlich dann draußen ist, werden wir da sicherlich definitiv auch ein Video davon machen, also gar keine Frage, wo wir dann wunderbar hier die Fahrkarten kontrollieren und auch den Zug abfertigen. Genau. Aber wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht, ob das jetzt für alle Strecken so geht oder ob das jetzt erstmal nur für diese neue britische Strecke so ist. Aber wenn es nur für diese britische Strecke erstmal so sein sollte, wird es definitiv, vermute ich mal, auch für die ganzen anderen Strecken, für TSB 3,
auch nachgeliefert. Also es ist ein cooles Feature, finde ich sehr schön, dass wir dieses Jahr das noch mit reinbekommen. Mich echt gefreut, wo ich das gehört habe. Ja, dann warten wir mal ab, was sonst noch alles kommt. Ich plane ja immer noch dieses Jahr mit zwei weiteren deutschen Strecken. Unter anderem denke ich mir mal, die nächste Strecke wird bestimmt sein, die Strecke von Karlsruhe nach Straßburg mit hoffentlich den Abspeck nach, nach Offenburg. Allein schon durch Easter Eggs von der Strecke in der Talbahn, wo er auf den einen Postkasten dran oder doch stand, Next Stop Baden-Württemberg, nur als Abkürzung. Und im ersten Teamlog kommt raus, also denke ich mir mal, wird das dann bestimmt auch die nächste Strecke sein, worüber ich mich dann auch freuen werde. Nicht allzu sehr, aber ich werde mich trotzdem freuen, dass die kommt, weil wir dort einen Verkehr haben mit Fernzügen, unter anderem IC1 und dem IC3, mit dem TGV und auch mit Regionalverkehrszüge, wie zum Beispiel mit den Dostos, die ja dort auch unterwegs sind, und auch mit sämtlichen Güterzügen, die wir sicherlich dort dann auch befahren werden können. Es ist, wie gesagt, noch nicht angekündigt, dass es die Strecke sein wird. Das ist jetzt auch einfach nur reine Spekulation von mir. Warten wir mal ab. Aber dann hoffe ich aber auch, dass wir dann dieses Jahr vielleicht dann noch eine weitere deutsche Strecke bekommen. Und ich hoffe, es wird dann mal in Richtung Berlin gehen, in die Hauptstadt. Und da würde ich mich echt freuen, wenn dann nur der RE1 oder der RE2 vielleicht kommen wird. Von Cottbus nach Nauen über Berlin. Oder der RE1 von Frankfurt oder bis nach Brandenburg an die Havel. Ich denke mal, so weit wird das bestimmt nicht ausgebaut, aber vielleicht wird es ja wenigstens bis nach Berlin nicht Spandau, sondern also vielleicht bis nach Potsdam oder irgendwie so ausgebaut. Das wäre schon echt eine coole Sache. Aber da warten wir erstmal ab. Das war ja nur so ein Wunsch von mir. Aber wenn es irgendwas anderes in Berlin wäre, wäre es auch okay. Muss jetzt nicht unbedingt Berlin-Wittenberg oder Berlin-Leipzig sein, weil das haben wir ja alles schon im Train-Simulator. Wäre schon cool, wenn es mal eine komplett neue Strecke geben würde. Dass wir auch da mal ein paar andere Städte sehen. Und vor allem auch so, dass dann Brandenburg auch mal ein bisschen näher uns betrachten könnten. Das wäre schon wirklich, wirklich, wirklich was Schönes. Aber da warten wir einfach mal ab. Und schauen wir mal. So. FPS-Einsturz hatten wir gerade auch gehabt. Sowas aber auch. Also hier ist da was los. Aber naja, so ist es. So. Gut. Fahren wir schön entspannt hier lang. Bis jetzt ist so nicht so viel los. Und kein Zocker uns entgegengekommen. Aber wir müssen auch bald dann wieder auf die 90 runterbremsen. Und in 22 Kilometer sind wir auch schon wieder unserem Ziel. Aber im Szenario geht auch, wie gesagt, nur 31 Minuten. Laut der Beschreibung. Was heißt Szenario? Die Fahrplanfahrt, sagen wir es mal so. Genau. Also. Ist jetzt so nichts Gravierendes. So, dann muss ich die 90 auch noch bestätigen hier. Gut mitten runterbremsen. Wir müssen jetzt bis auf unter 70 runterbremsen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen oder ob wir eine Zwangse bekommen hier. Als Dankeschön. So. Gut. Sieht soweit alles gut aus. Lassen wir mal die Bremse auslösen und dann können wir wieder ein bisschen gegenbeschleunigen. So. Dürfen wir uns befreien und dann die AFB auf 90 stellen. Und dann auf die 90 wieder beschleunigen. So. Also ist es, ja, wenn man bremst. Das zieht natürlich auch alles hier, ne? Durch die schweren Habichtswagen. Wir haben zwar nur 10 Wagen, aber trotzdem eine ordentliche Länge. Weil die Habichtswagen ja schon, also ein so ein Habichtswagen hat ja schon eine gute Länge, kann man so sagen. Und dann sitzt sie beladen, knapp 700 Tonnen. Ist schon eine Hausnummer, kann man sagen. Ist schon eine Hausnummer. Sollte man nicht unterschätzen, sagen wir es mal so. Sollte man nicht unterschätzen. So. Aber hier, Hauptsignal ist alles grün. Wunderbar.
auch schon wieder eine ganze Weile her, wo wir das letzte Mal unterwegs waren. Taranta Rampe. Aber schön. So, und nach der Aufnahme werde ich mir dann erstmal was zum Mittagessen machen. Ah, nehme ich Hunger hier. So. Genau. Für die Leute, die sich fragen, das Video nehme ich hier gerade am 10.06. auf. Genau. Nur so als Information. So, bremsen wir mal runter hier. Natürlich hier steil bergunter. Natürlich ordentlich zu tun. Aber wir werden das hier schon hinbekommen. Mehr oder weniger. So. Mehr oder weniger werden wir schon hinbekommen hier. Na komm. Nicht hoch, ja runter hier mit der Geschwindigkeit. So. So, wir können auch runterstellen auf 80. Wir können ein bisschen auslösen und dann lassen wir uns rollen. Vorne hier noch eine Regionalbahn, das tust. Wunderbar, moin. Und nach 40, ne? 143. Ein Träumchen. Aber ich muss sagen, irgendwie auf der Strecke Taranta Rampe habe ich irgendwie die meisten Performance-Probleme. Ich weiß nicht, an was das liegt, ob das vielleicht an meiner Grafikeinstellung liegt. Aber ich habe der 3060 Ti, 32 GB RAM, 12 Kerne. Und am Prozessor habe ich einen i7 von Intel. Also eigentlich dürfte es daran nicht liegen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie auch so ein paar Probleme habt mit dem Performance hier auf der Strecke Taranta Rampe. Ah. Der Grund ist bei mir nur OBS geöffnet. Ja, für die Aufnahme. Ja. Hm, komisch. Komisch. Aber naja. So ist es. Gut. So ist es. Wir haben auch schon weiter tuckern hier. Dürfen wir erstmal auf unsere 90 beschleunigen. So. Machen wir mal einen Schub trinken. Mhm. 18,5 Kilometer gefahren, Level 2. Na, ihr seht ja, mit der war ich noch nie so viel unterwegs hier. Obwohl, schönes Gefährt, lässt sich gut fahren, muss man sagen. Aber, naja, aber mit anderen Versionen von der, also mit anderen Lackierungen, sagen wir es mal so. Die WD-Lackierung habe ich noch und die Railroad-Lackierung habe ich auch noch. Ja, mit der war ich schon öfters unterwegs. Nur mit der MACE-Lackierung hier heute war ich noch nicht so oft unterwegs. Ich glaube gar nicht, oder einmal, ich weiß es nicht ganz genau. Viel war es zumindest nicht, sagen wir es mal so. So, können wir jetzt gleich weiter runterbremsen hier, wieder zurück auf die 70. Müssen wir wieder bestätigen mit Wasser. Die meldet sich auch noch. Die SIFA, aber das ist ja schön. So. Ja, schauen wir mal, ob das hier was wird. Wieder runter auf die 70. So, so. Schöne ist, wir brauchen nicht beschleunigen, das geht ja mit 2,5% Berg runter. Ist schon ganz angenehm. Zugbeeinflussung. Freuen uns mal, wenn wir doch mal ein bisschen schneller als 70 sind, dass wir hier nicht gleich schon eine Zwangse bekommen. Muss ja nicht unbedingt sein. War die Bremse angezogen? Na, Bremse noch angezogen, ein Stück hier. Schon gewundert. SIFA. Die elektrische Bremse. Auch noch die hier. Alter, hier ist ja was los, da. Schön. Schön, schön, schön. So, 15 Kilometer noch, dann sind wir auch schon wieder da, in Dresden Altstadt. Der relativ zügig, obwohl so viele Kilometer waren es jetzt ja auch nicht, muss man ja dazu sagen. Das hat ja alles ganz gut funktioniert. So,
Machen wir mal Fernlicht an hier im Tunnel. Aber kann man eigentlich ausmachen hier. Das kleine schmale Ding hier war jetzt nicht so schlimm. So, und ich glaube, bis nach Freiberg ist, glaube ich, auch S-Bahn-Verkehr, ne? Wenn ja alles täuscht. Ja, Mikro funktioniert auch. Aber relativ leise, muss man so sagen. Aber naja. So ist es. So ist es. Ah, hier schön mit den Kurven und so. Ah, sieht richtig gut aus. Gefällt mir. Tja, ich kann mich aber nicht zerruppen hier. So viele tolle Strecken. Gut, jede deutsche Strecke hat irgendwie was Besonderes, muss man ja wirklich sagen. Aber ja, zerruppen kann man sich auch nicht, ne? So ist es. So ist es. Aber mit der Baureihe 612 könnten wir eigentlich auch mal wieder fahren. Na, schauen wir mal. Vielleicht mal ein Transmanator oder irgendwie so. Ist ja auch ein schickes Gefährt. So, dann dürfen wir dann auch auf die 90 beschleunigen. So. Dann machen wir das doch auch. Wollen ja auch schließlich vorankommen. Ah, da kommt noch die Baureihe 612. Ja, ganze Traktion. Moin. Sehr schön. Die hat natürlich Vorteile und darf ja auch ein bisschen schneller fahren durch die Neigetechnik. Ja, das Glück haben wir, oder ja, dieses Glück haben wir leider nicht heute, aber ist auch nicht so schlimm. Fahre ich auch ein bisschen langsamer zur Not. So. Muss man langsam wieder anfangen zu bremsen. Nämlich die 60 jetzt Ankündigung, die auch wir bestätigen müssen. Was wir auch machen werden natürlich. So. Wichtig ist erstmal, dass wir da 70 kommen. Das ist erstmal ganz wichtig. Sonst kriegen wir hier gleich wieder. Was heißt gleich wieder? Sonst kriegen wir nämlich eine Zwangse. Und das muss ich nicht unbedingt haben. Nicht unbedingt. Genau. So, na dann, so, und auf 60 die AFB, ja, mal durch die scharfe Kurve durch die scharfe Rechtskurve, so. Und da dürfen wir gleich bis auf 110 beschleunigen sogar. Ah, hier ist ja was los, du. Hier ist ja was los. Schön. Aber was anderes, ja. Hoch am späten Nachmittag, frühen Abend, kann man so sagen, sind wir unterwegs. Ne? Schön. So, was steht hier noch? Dostus. S-Bahn. Sehr schön. So, ja, Vmax müssten 140 sein, ja? Genau, 140, Führerstand 2 war auch. Genau. Ist auch eine reinste Güterzuglok hier, die Baureihe 185. Muss man ja auch dazu sagen. So, na dann wollen wir mal beschleunigen. AFB habe ich gleich auch bis auf 120, dürfen wir auch fahren. Dadurch, dass wir ja in der unteren Zugart sind. In der mittleren Zugart, in der unteren Zugart dürfte man nur 100 fahren, beziehungsweise ja, 100, 105. Genau, und hier in der mittleren Zugart dürfte man nur 120. Und in der obersten Zugart dürfte man bis 160 fahren. Und alles, was über 160 ist, sind wir dann auch LZB verpflichtet. So, die Geschwindigkeit nehme ich schon mal weg. Nämlich Ankündigung 100. So, können wir schon langsam bremsen. So, er
schiebt ganz schön nach hier. Aber es geht auch wieder bergunter. Muss man ja auch so sehen. So. Wunderbar. Ah, das sind alles S-Bahn-Stationen hier, die wir hinter uns lassen. So ist es. So, gut. Mal ein bisschen beschleunigen. So, dass wir hier die 100 gut halten können, aber dürfen auch gleich wieder bis auf 120 beschleunigen. Ist auch ein Hin und Her hier, aber das ist ja Nagetech-Strecke halt, ne? So ist es. Aber ist auch nicht so schlimm, dann wird es nämlich nicht langweilig. So. Ich glaube, jetzt müssten wir auch bald durch Dresden-Plöne vorbeifahren, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Müsste bald kommen. Wenn mich alles täuscht. Genau. Schön. Hier auch so Privatbahn, ein paar. Ja, Waggons. Schön. Schön. Hauptsignal ist auch grün. Ein Träumchen. Nach vorne kommt noch ein S-Bahn. Wieder Dostus. Zwei Stück. Und die Baureihe 143 wenden mit an. Ich frage ja fast, dieser Sound manchmal ist hier dieses Bang im Hintergrund. Manchmal hört man das. Merkwürdig stimmt. Merkwürdig. So, dürfen wir auf 120 wieder beschleunigen. Dann machen wir das auch. So. Mal hier Ankündigung für 110er. So. Vielleicht eingestellten AFB und dann ist gut. Und dann ist gut. Schön. Ah, da an der Rampe. So ein bisschen Entspannungsstrecke, kann man sagen. Sehr schön. So. Und hier. 100 Ankündigung. 100. Na, dann bremsen wir mal. So langsam aber sicher. So. Wunderbar. So, Altstadt Güterbahnhof Gleis 7 halten wir dann. Das werden wir hinbekommen. Hola, alles grün hier, sehr schön. Hauptsignal ist auch grün. Schön. So. Laut der F1-Anzeige hier oben haben wir Halter warten. Naja. Das Einfahrtsgleis. Noch blockiert sein für uns. Zugbeeinflussung. So. Natürlich bestätigen einmal hier. Und das müssen wir auch mal bestätigen. Und dann bremsen wir mal. Dürfen wir noch warten, bis wir einfahren dürfen. Na, wie gesagt, wird heute nicht langweilig, ja. So. So. Das ist grün. Wunderbar. AFB runter auf 70.
Und dann dürfen wir ja auch schon wieder beschleunigen auf die 70. Ist da Streckenabschnitt frei oder eine S-Bahn-Bahn vor uns? Ich glaube, jetzt müsste der Bahnhof kommen, Dresden-Pleune, glaube ich. Hinter der Kurve. Irgendwie sagt das mir ja noch was. Zugbeeinflussung. Irgendwie. Zugbeeinflussung. Naja. Ich glaube, der eine oder andere Zuschauer wird das besser wissen als ich. Ich tue hier nur Vermutungen aufstellen. So, Bahnübergang. Der nicht gesichert war. Oh, noch sowas. Also hier ist was los da. Hier ist was los. So. So, Vorsignal blinkt hier. 40 ab nächsten Hauptsignal. Ist dafür die Einfahrt nach Dresden-Altstadt. Hier, glaube ich, müsste Dresden-Pleune sein. Kann auch nochmal ein S-Bahn uns entgegen. Moin. Wieder hinten dran, 143. So, vorne blinkt nochmal wieder Ola. So, wollen wir nicht bestätigen, ist nochmal wieder Ola. Und da vorne sehen wir schon das Hauptsignal. Ah, da vorkommt man wieder Ola. So, dann bremsen wir schon ab hier auf 40. Und dann geht's rein dann in den Güterbahnhof. Zugbeeinflussung. So. Und auf 40 die AFB. Gelöst. Sind sie. Wunderbar. So, wo steht denn hier? Baureihe oder eine ES 64U2, eine MRC-Lackierung und S-Bahn. Sehr schön. Na, hier sieht man auch mal was. So, einfach Dame. Gleiswechsel hier. Schön, wups, eh mal rüber. So. Was ist denn das? Dieses Geschepper hier dann hier die ganze Zeit. Hört sich nicht gut an, du. Hört sich nicht gut an. Ah, gut. Lass uns mal scheppern. Die Güterwagen sind alle noch dran. So, Gleis ist hier vorne gesperrt. Aber Weicher ist ja gestellt gewesen. Oh, sehr cool hier. Schön. In schöner Baureihe 143 müsste das sein. Schön. Ach ja, diese Features, Details, richtig cool. So, und dann fahren wir am ein rot zeigendes Hauptsignal ran. Dann können wir schon mal runterbremsen, so langsam uns auf unter 25 km/h uns bewegen, weil da ist nämlich auch schon der 500er. Und dann rollen wir noch vor und dann werden wir dann anhalten nach vorne in 100 Metern ungefähr und den Zug dann abrüsten und Feierabend machen. Zumindest mache ich mir erstmal Mittagessen. Sagen wir es mal so. So. Aber es müsste HPV 0 eigentlich sein, ne? Na ja, alles täuscht. So. So. Sehr schön. Leistungsüberblick, ja, bin mal gespannt. Bronze diesmal noch. Schade. So, aber wir sind weiterhin Level 170 hier. Level 13 auf der Rampe. Dresden, Chemnitz, okay, sind wir noch gar nicht so oft gefahren hier. Und Level 3 haben wir erreicht mit der Baureihe 185.5 der MRC-E-Lackierung. Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne natürlich ein Däumchen nach oben da lassen. Schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei.
Dort findet ihr nämlich dann den Link zum Spiel, sowie auch zur Strecke, wo ihr dann auch diese Aufgabe mit diesem wundervollen Zug dann fahren könnt. Ja, gerne kostenlos den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um zukünftig keine weiteren Videos oder auch noch rechts hier mehr von mir zu verpassen. Ja, schaut gerne bei Instagram vorbei und bei Discord. Dazu die Links auch unten in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich, wünsche euch allzeit gute Fahrt hier in TSP 3. Haut rein, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Schulz von den Winkos. Tschüss.